Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur Fortsetzung unseres Let's Plays von Europa Universalis 4, wo wir als Deutscher Orden begonnen haben und inzwischen zu Preußen geworden sind. Ja, bevor wir starten, können wir wieder mal einen kurzen Blick auf die Welt werfen. Gut, in Amerika ist in Nordamerika noch nicht so viel los, kolonial gesehen, aber Südamerika ist schon zu gar nicht geringen Teilen von Kastil kolonialisiert worden. Afrika, da haben die Niederlande hier am Kap eine Kolonie gestartet oder in der Nähe des Kaps und auch hier im Norden. Und auch hier Kastil in Zentralafrika, wenn man das so nennen kann. Die Mamelucken haben Arabien halb erobert. Vishayanagara, ich spreche den Namen niemals richtig aus, ist inzwischen so ziemlich der uneingeschränkte Herrscher über Indien. China ist weiterhin geteilt zwischen Ming und Zhou. Japan ist vereinigt und hat auch schon eine ziemliche Kolonie im Festland gestartet. Aceh ist so der Herrscher über Indochina und Teile von Indonesien. Ja, und gibt es sonst irgendwo was recht Spannendes? Sieht nicht so aus. Naja. Gut, aber wir sind Preußen. Dann würde ich sagen, wir starten auch gleich mal. So, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich eine Erinnerung, was wir letztes Mal am Schluss der Aufnahme so gemacht haben. Ich glaube, es war irgendwie ein Krieg gegen Böhmen oder so. Oder gegen die Ukraine. Auf jeden Fall haben wir uns in Richtung Süden haben wir unser Gebiet vergrößern können. So, Tipps brauchen wir gerade nicht. Vasallen kennen wir auch. Überdehnung kennen wir auch. Danke, danke. Gut, wir haben eine relativ große Flotte. Zwei extrem gute Armeen eigentlich. Nur zwei Händler, drei Diplomaten, von denen zwei einen Einsatz haben. Wir bauen gerade zwei Kerne und haben einen Missionar am Laufen. Wir haben eine nationale Entscheidung, die wir aber nicht wollen. Die haben wir eh schon länger. Ja, einige Einheiten müssen aufgeladen werden, natürlich. Der Unterhalt ist extrem gering. Wir sind im Krieg mit der Goldenen Horde. Es sind einige Revolten möglich, ja. Wir haben einen freien Beraterplatz, okay. Können aber anscheinend gerade keinen neuen Berater nehmen, aus irgendeinem Grund. Vielleicht haben wir zu wenig Geld, um ihn einzustellen. Oh ja, haben wir. Die kosten 160 zum Einstellen. Wow. Gut. Unser Land ist gerade in ziemlich guter Form eigentlich. Ein paar Kerne müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Hier brauchen wir einmal noch 30 Punkte, das sollte ja recht schnell gehen. Oh, ach so, nein, wir bauen hier einen Tempel, deswegen können wir es nicht zur Kernprovinz machen. Okay, militärisch sind wir, glaube ich, auch so ziemlich beim Maximum. Ja, drei Einheiten mehr gingen, ein Schiff mehr ginge, aber brauchen wir alles nicht unbedingt. Gut, unsere diplomatische Situation, ja... Gut ist etwas anderes. Wir haben Moskau auf unserer Seite und wir haben Pauman auf unserer Seite, aber das war es dann auch schon. Wir können es hier nochmal ansehen. Okay, Norwegen haben wir auch noch, aber ja. Also Norwegen ist unser verbündeter Staat, eher Militärzugang. Österreich mag uns nicht mehr so wirklich. Pauman ist unser Vasall. Moskau ist unser Verbündeter, den wir gerade mehr oder weniger helfen sollten gegen die Goldene Horde, was wir nicht können, weil wir dort nicht hinkommen. Und ich will auf keinen Fall durch Schweden durchmarschieren. Und ja, die Ukraine ist eigentlich auch ein Land, das ich bald erobern werde, wo ich deshalb jetzt nicht unbedingt einen Zugang mehr bauen will. Ja. Von dem her starten wir vermutlich eigentlich recht friedlich. Pskov hat das Militärbündnis gegen uns verlassen. Sehr gut. Ja, wie sieht es im Reich aus? Brandenburg ist Kaiser. Okay. Hat gleich viele Stimmen wie Österreich. Uns hassen natürlich alle. Aber naja. So, ich glaube, wir sollten vielleicht mal unsere Flotte auf 30 Schiffe bringen mit einem weiteren Großschiff, damit die auch wirklich in einer Schlacht mal was ausrichten kann und nicht immer nur gegen Schweden verliert. So, Einheiten Galeone, können wir uns eine leisten? Ja, können wir sogar. Wo dauert es denn am kürzesten?
356, ja, müsste hier sein. Gut. Ja. Dann, da es sowieso eine friedliche Phase ist, würde ich sagen, ich mache wieder mal so ein viele Gebäude bauen und sowas in der Art. Und wir sehen uns dann jedes Mal kurz, wenn ich ein neues Gebäude errichte. 145 Dukaten oder eine Gratis-Stabilität. Naja, dann nehmen wir natürlich die Gratis-Stabilität. Und wir haben eine kleinere Revolte in Danzig. Ja. Werden wir ganz kurz zerschlagen gehen. Das ging durchaus sehr schnell. Ihr stationiert euch wieder in Warschau und den Unterhalt können wir wieder deutlich runterdrehen. Okay, und wir leisten uns einen Hofmeister in Szepes, wenn man das so ausspricht, was ich nicht glaube. Und zwar bringt uns der da ganze plus 2 Dukaten, also gewaltig viel. Gut, dann leisten wir uns einen weiteren Hofmeister in Ratibor. Hofmeister in Zemplen. Außerdem bin ich gerade drauf gekommen, dass meine Flotte den Handel gar nicht schützen kann, weil sie nicht repariert wird, weil ich gar nichts dafür bezahle. Also leisten wir uns da mal ein bisschen Ausgaben in die Flotte, damit diese den Handel schützt. Vielleicht bringt uns das dann auch wieder Einnahmen und im Kriegsfall ist sie auch schneller bereit. So, wieder ein paar Militärbündnisse, naja. Und Hofmeister in Wietzner. So, um wieder endlich mal einen Verbündeten zu haben, werde ich es doch versuchen, Frankreich wieder auf meine Seite zu ziehen, da mich die nicht jedes Mal zu hassen beginnen, wenn ich irgendwas im Heiligen Römischen Reich erobere. Von dem her bitte ich sie jetzt mal um Militärzugang, was vielleicht die gegenseitige Meinung ein bisschen verbessert, minimal. Kann man hier noch irgendwas machen, was meine Meinung über sie aufbessern würde? Ich glaube, wenn ich die gleichen Rivalen annenne, die sie haben, oder sowas in der Art, dann müssten sie mich auch mögen dafür. Warnungen. Kriegsgründe, Staatsehen. Untergeordneter Partner. Bündnis, Bündnis. Oh, hier kann ich die Rivalen sehen. Ich bin auch zu blöd. England. Dann ernennen wir England, das ja, glaube ich, sogar protestantisch ist. Macht also wenig Sinn, aber ja, ernennen wir England zu einem unserer Rivalen. Und sehen, ob das wirklich irgendwas bringt. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Einen neuen Rivalen auf der Liste rechts. Mal sehen. Wie sehr hasst uns denn England? Österreich müssen wir, glaube ich, auch zum Rivalen machen. Müssten. Oh, England hasst uns gar nicht so viel anscheinend. Naja, egal. Hier ist England. Die mögen uns damit sogar ein bisschen, aber die sind so schwach, dass es eigentlich egal ist. So, hat das meine Beziehungen zu Frankreich aufgebessert? Ja. Ich habe gerade keine Diplomaten, aber sobald ich wieder welche habe, wollen sie kein Bündnis annehmen. Warum? Preußen befindet sich im Krieg, minus 100, aber sobald wir im Frieden sind, könnten wir ein Bündnis mit Frankreich schließen, was so ungefähr das Nützlichste wäre, das wir irgendwie erreichen könnten. So, Armeeunterhalt wieder mal zahlen kurz, um hier... Oh, erstmal sollte ich die Moral auch aufladen lassen. Gut. Und jetzt vernichtet ihr die bitte. Ja, danke. Und dann können wir den Armeeunterhalt auch schon wieder gewaltig senken. Auf sowas. So, also wir bräuchten einen Frieden mit der Goldenen Horde, damit wir ein Bündnis mit Frankreich schließen können. Weißer Frieden. Wollt ihr mir auch Geld geben?